Hey Leute, willkommen zurück bei Darkness Within 2. Puh, ja, wir sind jetzt in der Kanalisation. Ja. Und ich weiß nicht so recht, was uns hier erwartet. Ich weiß auch nicht wirklich, wo ich langlaufen soll. Ob ich jetzt rechts oder links. Geh mal rechts oder doch links. Ich kann auch natürlich rausgehen. Aber nun gut, wir gehen mal weiter. Nee, ich gehe doch lieber da erst hin. Ich will mal gucken, ob man da irgendwo hinkommt. Nee, das ist anscheinend das Ende. Okay. Oh, ich kann nicht auf die andere Seite gehen. Hey. Okay. Huh. Ich kann hier auf die andere Seite. Aber ich gehe erstmal dahin. Weiß natürlich nicht, wo die zwei jetzt langgelaufen sind. Oh, Jesus, na, das ist ja ein Labyrinth hier. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal dorthin. Da ist Licht. Ein paar Ratten höre ich auch. Okay. Ein Rohr. Ich höre was. Die unterhalten sich, ne? Oh, hier kann ich nicht hoch. Ey, wenn da jetzt irgendwas kommt aus dem Wasser oder sowas, ne, dann schrei ich. Irgendeine Tür ist zugegangen. Hey, das ist ja voll das Labyrinth. Aber ich bin anscheinend richtig. Hier ist ein Tor und das ist bestimmt zu, ne? Drauf steht Achtung. Zugang nur für Personal mit Spezialausrüstung. Habt eine Spezialrüstung an. Könnt ihr das nicht sehen? Boah, die Tür ist zugegangen. Das hasse ich bei dem Spiel, dass die Türen immer von alleine zugehen. Gehen sie doch bei mir daheim auch nicht. Kann ich auch nicht hoch. Ui, da ist ein Loch. Ich muss rüber. Möchte ich in ein Loch kriechen? Oh je, Leute. Ich kann da nicht mal rein, oder was? Hä? Ich kann da nicht rein. Wieso kann ich da nicht einfach durch? Da ist ein fettes Loch, aber ich kann da nicht durch. Ist das wahr? Ist denn das wahr? Ehrlich jetzt. Ich glaube, ich muss dahin. Oh! Brauche etwas, das mir den Weg erleuchtet. Ach so. Sag das doch gleich. Sieht so aus, als hätte jemand diese Mauer mit Absicht durchbrochen. Ach nee, echt? Nutzen Sie diese Kanalisationssysteme, um insgeheim an Orte zu gelangen, die unter Quarantäne stehen? Ich glaube, die sind hier durchgekommen. Ich frage mich, wo es hinführt. Wenn die Sperrgebiet ist, können die mich leicht finden. Ich muss äußerst vorsichtig sein. Och Gott. Ui, diese Mauer wurde durchstoßen, um den Zugang aus der Kanalisation zu ermöglichen. Wahrscheinlich nutzt jemand diesen Ort als Versteck. Steht hier? Altersheim Pokeland. Es ist offensichtlich seit Jahren nicht genutzt worden. Okay. In einem Altersheim, echt jetzt? Also ich kann entweder runtergehen oder ich kann hier weitergehen. Ja, nee, mach noch mehr Lärm, hast schon recht. Ich höre jemanden reden, es ist zu gefährlich, nach oben zu gehen. Geh mal lieber runter.
Jetzt ist der scheiß Stuhl im Weg. Ja, mach noch lauter, hast du recht. Boah. Als wenn da was versperrt wäre. Ah, wie sieht's denn? Nein. Rollstühle. Oh, voll uncool. Ich mag Rollstühle nicht. Was für ein. Ah. Da ist ein Zimmer, ein Aquarium oder sowas ist auch hier. Was auch immer das ist. Aber ich glaube, hier gibt's nichts. Ich kann mich bestimmt hier irgendwann verstecken, weil die bestimmt runterkommen. Uff, was war denn das? Hier ist die Tür offen, aber ich komme nicht durch, ja? Doch, ich kann springen. Ist nichts. Oh, hier war mal so ein Gehwegelchen oder so. Oder zum Aufstehen. Kommen die hier runter? Hofft man nicht, ne? Ist ja kacke. Da denkt man ja, dass da jemand kommt. Och, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Scheiße. Ist das laut? Ja. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Da ist ein Licht. Da! Da ist das nächste Teil. Das ist es, was aus meiner Familiengruft gestohlen wurde. Diese Vitrine scheint mit einer Alarmanlage ausgerüstet zu sein. Ich kann die Glasbedeckung nicht einfach entfernen, dann entdecken sie mich. Ja, aber irgendwie musst du ja das Zeug da rausholen. Pinzette vielleicht? Nee, Pinzette geht ja auch nicht. Aber wir haben einen Schraubenschlüssel. Vielleicht können wir das irgendwie ja abdrehen hier. Auch nicht. Ist ja scheiße. Gibt's hier was drin? Nö. Ui, da sind Schubladen. Nix drin. Ach nö, die wollte ich nicht. Ich wollte die andere. Auch nichts drin. Nö, auch nichts drin. Und die geht nicht auf. Mann! Das hört sich so an, als wenn die jedes Mal... Als wenn die herkommen würden. Ich muss auf jeden Fall irgendwie... Okay, da ist nichts mehr drin. Das Teil aufbekommen. Oh, was könnte ich denn dazu nehmen? Einschlagen kann ich es ja nicht. Hey, mein Freund, möchtest du mir helfen? Nö, ne? Ja, genau. Da sagt er nämlich genau dasselbe. Okay, aber jetzt kann ich ja... Schauen wir mal. Nö. Schade, bei solchen Dingen will er uns nicht helfen. Nö. Besondere Art von Flüssigkeit. Das brauche ich bestimmt auch irgendwann mal. Oh, Moment mal. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was es wegätzt oder so. Schauen wir mal.
Nö, da geht irgendwie gar nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch hier eine Tür und dort eine. Schloss ist kaputt, ich kann es nicht öffnen, okay. Dann gehen wir halt da rein. Das ist auch kaputt. So. Die meistern. Die reden aber ganz schön viel. Irgendwie muss ich es aufkriegen. Sind die schon wieder weg? Nee, die sind immer noch da. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das Zeug aufmache. Boah, wie das hier knatscht alles. Oh, was ist das? Vielleicht finde ich hier etwas. Ist denn das dein Ernst? Ich glaube, dieser Kasten steuert den Alarmmechanismus. Okay. Dieser Schalter scheint die Zufuhr der Alarmanlage zu ändern. Hier ist eine 1,5 Volt Batterie. Der andere Platz ist leer. Was anderes sehen wir hier nichts, ne? Also ich könnte ja, nö, also Schraubenschlüssel. Etwas anderes, ja, mit der Pinzette vielleicht? Oder mit dem Hebel? Okay. Okay, das möchte er alles natürlich nicht machen. Dann werden nur noch die Pinzette da. Anderer Platz ist leer. Wieso kann ich den Mist hier nicht einfach abschneiden oder so? Ja, etwas anderes musst du ausprobieren, ist mir klar. Bräuchte eine Schere, ne, Leute? Vielleicht kann ich mir ja auch irgendwas basteln. Kompass wird mir da, glaube ich, nicht helfen. Hebel ja eigentlich auch nicht, aber ich schau mal, ob wir das irgendwie zusammentun können. So? Nee, es ergibt keinen Sinn. Gut. Dann nehmen wir noch die Pinzette. Vielleicht hilft das ja. Dir fällt nichts Hilfreiches ein. Ergibt auch keinen Sinn. Ja, Leute. Nein. Und das? Auch nicht. Schau ich mal das Männchen. Vielleicht kann das Männchen jetzt etwas tun. Auch nicht. Die besondere Flüssigkeit ging auch nicht. Das Teil geht auch nicht. Das da will er. Nee, da kann man raus. Wie so ein kleiner Computer hier drin. Ich gehe jetzt mal kurz raus. Vielleicht kann ich ja jetzt das da anschauen. Da. Wusste ich's doch. Er führte mich wieder hierher, Mann. Scheiß Kabel. Muss das irgendwie abknipsen? Ich habe nur leider nichts zum Abknipsen. Ich könnte dir ein Auto leer geben. Nein, ja, das ist mir schon klar.
Zufuhr der Alarmanlage zu ändern. Wieso machst du dann nichts? Wieso änderst du es dann nicht? Wir haben hier eine Batterie. Vielleicht brauchen wir ja noch eine. Wobei. Moment mal. Taschenlampen haben doch Batterien. Nö. Die Pinzette, wo war die nochmal? Mir fällt nichts Hilfreiches ein. Und da auch nicht. Dann, mein Lieber, habe ich keine Ahnung. Irgendwas muss ich auf jeden Fall finden. Ja, dann bin ich wieder da drin. Schauen wir mal in denen vielleicht. Auch eine Batterie. Was ist damit? Das sieht aus wie eine Batterie. Oder auch nicht. Aber theoretisch. Moment. Wir hatten doch hier noch irgendwo so ein Teil stehen. Hier. Vielleicht ist ja hier noch was drin. Nö. Auch nicht. Auf der anderen Seite war ja gar nichts. Oh Mann. Batterie irgendwo. Und ich sehe es nicht. Nö, sieht nicht so aus. Nö. Einfach nur nö. Aber eigentlich? Es ist doch eine Taschenlampe. Das kann ich nicht wegtun, ne? Nö, die Taschenlampe bringt mir nichts. Hä? Was ist da unten? Okay, das gehört. Okay, das gehört dazu. Das hat so ausgeschaut, als wenn es nicht dazu gehören würde. Und da war auch zu, ne? Ja. Da war auch zu. Nicht, geht nicht. Nein, nein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da noch eine Vorrichtung ist oder so. Schauen wir hier nochmal genau rein. Hier nichts drin. Vielleicht gibt es ja hier eine Batterie und wir haben es ja nicht gesehen. Mann, nicht das. Das wollte ich. Die reden. Ah. Haben die jetzt gerade eben meinen Namen gesagt? Also Howard? Kann das sein? Da hinten komme ich nicht hin. Also denke ich nicht, dass es da irgendwas gibt. Scheißendreck! Scheißen, scheißen, scheißendreck! Ja, das hatten wir schon. Die Kack-Alarmanlage. Irgendwie muss ich das Teil hier kappen. Andere Platz ist leer.
Wieso kannst du das hier nicht benutzen? Du bist ja echt doof, ey. Was anderes geht doch hier nicht. Vielleicht müssen wir ja auch irgendwas ganz Sinnloses probieren. Das hatten wir ja schon probiert. Das war eine Spieluhr. Wobei die Spieluhr, die haben wir aber schon aufgekriegt, ne? Das ist, ja, die brauchen wir nicht mehr. Das Auto. Vielleicht müssen wir das Auto kaputt machen. Okay, dann war also eine Batterie hier drin. Mal sehen, ob ich den Alarm jetzt deaktivieren kann. Ja, hast du jetzt was gemacht? Der hat was gemacht? Mal sehen, ob ich den Alarm jetzt deaktivieren kann. Ja, aber hier kann ich ja nichts machen mehr. Jetzt haben wir zwei Sachen davon. Ich habe aber irgendwie so eine Befürchtung, dass die jetzt runterkommen. Okay. Noch passt es nicht zusammen, weil uns bestimmt ein Stück noch fehlt. Aber wir haben das Teil geklaut. Ich habe Angst, dass die jetzt kommen. Ich habe Geräusch gehört. Ich sollte vorsichtig sein. Okay, die haben mich erwischt. Aber ich glaube, das hat dazu gehört. Denke ich mir. Wo bin ich jetzt? Ach so, ich bin in dem Flur. Er trägt mich, glaube ich. Ja. Der Arsch trägt mich. Der soll mich mal runterlassen hier. Lass mich runter. Los, lass mich runter, du Arschloch. An dem Bild. In welche Tür war das? Das Bild war daneben. Ah ja, in das Zimmer, also hat er mich gebracht. Warum lässt er mich jetzt einfach hier liegen? He thinks we're stupid. We'll see who's the stupid one once I've delivered that thing from the tomb. You mean that useless piece of metal? Why would anyone give so much money for a piece of junk like that? Who cares? Weil es wichtig ist. Hey, keep it down. We already kicked up a racket. You know what will happen if we're not careful. Yeah, I just heard their screams in the sewers. They're coming closer every day. It's getting too dangerous to stay here. Okay. We should hold out a little longer. After all, we have enough firepower to take care of them. Sie kommen immer näher und ich bin hier eingesperrt, bestimmt. Was ist jetzt los? Ich glaube, die sind tot. Okay. Da geht's ziemlich ab, ne? Gut, dass ich hier bin und nicht da draußen. Ob das Ding auch zu mir kommt? Vielleicht sind es ja auch mehrere. Er will nicht wirklich laufen. Gut, dann bleiben wir einfach stehen und warten, bis alles vorbei ist. Oh, er beruhigt sich. Puh, und was nur? Was nun, Junge? Was tun wir nun? Jetzt stehen wir hier da.
und wissen nicht, was draußen los ist. Puh, okay, aber ich würde sagen, wir machen hier Cut und wir machen dann bei der nächsten Folge, gehen wir dann vor die Tür. Wir trauen uns dann raus und gucken, was da ist, was die anderen umgebracht hat, wenn die tot sind. Mal schauen. Weiß jetzt nicht, ob ich Mitgefühl haben sollte für die oder nicht. Immerhin haben sie mich auch geschlagen und da reingeschleppt, ne? Nun gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.